Leute, ich bin's, euer Yu-Gi-Oh! Fanboy 92. Wir machen weiter mit meinen Insektenkarten. Und da fangen wir an mit Fliegender Kamakiri Nummer 2. Aus Pharaoh 7. Ein Stufe 4 Luftmonster mit 1500 Angriffspunkten und 800 Verteidigung. Ein Normalmonster. Im folgenden Effekt: Eine fliegende Gottesanbeterin, die sich vorwiegend von Insekten ernährt. Lecker. Lecker Schmecker. Die erste Karte, das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist der Stufe 2 Luftmonster Klingenfliege. Ein Stufe 2 Luftmonster mit 600 Angriffspunkten und 700 Verteidigung. Ja, dazu gibt es auch eine Rare aus Metal Raiders. Das ist der Effekt. 7-mal habe ich sie. Mit dem Effekt, solange diese Karte offen auf dem Spielfeld liegt, erhöht sich die ATK aller Windmonster um 500 Punkte und verringert sich die ATK aller Erdemonster um 400 Punkte. Gut gegen Erdmonster. Ja. Nächstes 8-mal den primitiver Schmetterling in Stufe 5 Luftmonster mit 1200 Angriff und 900 Verteidigung und Stufe 5 unlogisch wirklich. Das ist der Effekt. Falls du keine Monsterkonto hast, kannst du diese Karte speziell schon von deiner Hand beschwören. Einmal pro Spielzeug, du kannst diese Stufe aller Monster vom Typ Insekt, die du derzeit kontrollierst, um 1 erhöhen. Okay, könnt ihr nochmal nachlesen, wenn ihr es mal glaubt. So, gut. Viermal den vierstündiger Marienkäfer der Verdammung, ein Stufe 3 Luftmonster mit 800 Angriffskraft, 1200 Punkten und dem folgenden Effekt, könnt ihr auch lesen. Nämlich Flip, zerstöre alle Monster der Stufe 4, die dein Gegner kontrolliert. Wer sind schon mit Stufe 4 Monster? Das fragt man sich schon. Also ich, ja, Koch gibt schon ein paar gute. Naja. Dann haben wir als nächstes die Stufe 4 Normalkarte Killerbiene. Finde ich noch cool. Ein Stufe 4 Luftmonster, das Metal Raiders auch. 1200 Angriff und 1000 Verteidigung. Mit dem Effekt: Eine riesige Biene mit außergewöhnlichem Kraft, die besonders gefährlich ist, wenn sie einem Schwarm auftritt. Ja. Gut. Das nächste. 2-3-mal. Odian. Gandala, der mysteriöse Staubkaiju, Stufe 8 Luft,
2700 Angriff und 1000 Verteidigung. 1600 Verteidigung mit dem vollen Effekt. Du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand auf die Spielfeldseite deines Gegners in die Angriffsposition beschwören, indem du ein Monster aus dem Mutant bietest, das er kontrolliert. Falls dein Gegner ein Kaiju-Monster kontrolliert, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand in die Angriffsposition beschwören. Du kannst nur ein Kaiju-Monster kontrollieren. Einmal pro Spielzug während des Spielzugs eines Belieben-Spiels. Du kannst drei Kaiju-Zähler von irgendwo auf dem Spielfeld entfernen. Die Rate kommt def, alle anderen Monster auf dem Spielfeld werden halbiert. Okay, da habe ich die. Und jetzt kommt das nächste. Das letzte Luftmonster, Stufe 6. Insekt Mantis-Kaiserin. Stufe 7 Luftmonster. Stufe 6. 2200 Angriff, 1400 Verteidigung aus Legend of New Labyrinth of Nightmare. Mit diesem Effekt. So, Text hat. Königin einer Armee von riesigen Gottesanbetern auf dem, deren Befehl Legionen marschieren. Legion of Doom. Gut. Jetzt kommen wir zu den Strafen mit den Finsterkarten und Waffen auf. Ja, die sind tolle B. Gut. Fangen wir mit der her, die habe ich jetzt mal viermal. Fünfmal. Nämlich hier 100-füßiger Schrecken in Stufe 7 Finsternismonster mit 2600 Angriff und 1300 Verteidigung aus Primal Origin mit dem Effekt. Falls dein Gegner ein Monster kontrolliert und du keine Monster kontrollierst, kannst du diese Karte als Normalbeschwörung beschwören, ohne Tribut anzubieten, aber ihre Grundattacke werden halbiert. Das heißt, werden zu 1300. Ja, eben halbiert. Gut. Hier könnt ihr den Effekt kurz hinschalten. Mal. Die meisten auf Englisch. 3, 4, 5 auf Englisch, 2 auf Deutsch. 3 auf Deutsch und 4 auf Englisch. Nämlich Death Mosquito, eine Stufe 3 Finsternismonster mit 500 Angriff und 500 Verteidigung. Stufe 3 Finsternismonster, der Effekt geht so. Wenn diese Karte als Normal- oder Spezialbeschwörung verschworen wird, lege zwei Zählmarker drauf. Sie erhält 500 Attacker-Fehler, die dieser Zählmarker. Falls diese Karte auch im Kampf zerstört würde, entfernen stattdessen eine dieser Zählmarken. Okay. Gut, jetzt machen wir noch eine Karte in den Part. Nämlich. Hier, die kann man machen. Meistens noch 1, 2, 3, 5 Mal drauf. Ja. Mal, nämlich aus dem Saga Nummer 70 Schlimme Sünde. Ein Finsternismonster der Stufe 4 mit 2400 Angriff und 1200 Verteidigung. Sieht noch geil aus, das ist der Effekt. Zwei Monster der Stufe 4 braucht man. Einmal pro Spielzug, du kannst ein XX-Material von dieser Karte wählen. Und dann ein Monster wählen, das dein Gegner kontrolliert. Verbanne es bis zur nächsten Standby-Phase deines Gegners. Am Ende der Damage Steps, falls diese Karte angegriffen hat, du kannst diese Karte 300 Attacker halten lassen. Und falls du dies tust, erhöhe ihren Rang um 3. Das heißt, es wird ein Rang 7er. Gut, nicht schlecht. Das war's für diesen Part. Euer Yu-Gi-Oh! Fanboy 92. Bis zum nächsten Mal.